Also beginnen wir mit dem Lied Nur Jesus ist der Punkt der Schrift. Nur Jesus ist der Punkt der Schrift, auf den ihr ganzer Umfang trifft. Die Schrift bis er der Welt erschien und bis er kommt, zielt ganz auf ihn. Was aller Grimm der Hölle schäumt, was aller Menschen Weisheit träumt, ist schwache Macht und leerer Wahn und nichts in sein Wort tilgen kann. Er bleibe doch der Kirche Haupt, er macht doch selig, wer ihm glaubt. Er ist doch Richter aller Welt, die nichts auf seine Worte hält. Ihr Feinde, widerstrebt dem Wort, es steht und siegt und wirkt noch fort. Ihr Gläubigen, hängt euch daran, weil dies euch selig machen kann. Schreib Jesus selbst dein Wort in mich, bleibt dies in mir, so kenn ich dich. Wer dich erkennt, wird nicht zu Spott, wer dich nicht hat, hat keinen Gott. Durchs Wort verklärt dich dein Geist, das unser Herz erleuchtet heißt, wie du auf Erden für uns litzt und in dem Vater für uns bittst. In dir, Herr Jesus, fehlt mir's nicht, eh bricht mein Herz, als dein Wort bricht. Wer's an dich glaubt, selig sei, dies macht dem Tod vom Tode frei. Auf dein Wort sterb ich trostesvoll, dieweil ich auferstehen soll. O, da wird herrlich offenbar, du bist der Herr, dein Wort ist wahr. Ja, das ist so und das ist etwas Wunderbares. Christus ist die Mitte der Schrift, alles zielt darauf hin und ich finde es erstaunlich, die ganze Heilsgeschichte, die Gott schreibt, während der Teufel seine Unheilsgeschichte schreibt. Da gibt es eine Parallelentwicklung in der Schöpfung und wir haben das letzte Woche ein bisschen angeschaut in dieser Reihe, die Ausmaße der Rebellion der Finsternis, was alles betroffen ist vom Abfall Satans von Gott und wie er die Menschheit in diesen Abfall, in diese Rebellion mit hineingezogen hat. Und wir setzen heute fort, nachdem wir vielleicht zum Teil erschreckt und erschüttert waren über die Dimensionen dieser Finsternis, über die Menschwerdung und das Lösegeld. Und wir sehen hier das Grabtuch von Turin, ein wunderbares Abbild der Leiden des Herrn, wo man alle Wundmale sieht, alles, was er durchmachen musste. Und vor allen Dingen sieht man eines, es ist ein Mensch, der hier abgebildet ist. Ein Mensch in seiner ganzen Leiblichkeit von vorn und hinten, mit menschlichem Blut und allem, was dazugehört. Seine Menschwerdung, was das für eine Bedeutung hat, vor allen Dingen seine Sündlosigkeit und was jetzt mit diesem Lösegeld auf sich zu tun hat. Christus Victor ist ja ein Fachbegriff, der damit zu tun hat, dass das Evangelium oder das Kreuzesopfer nicht nur als ein Mittel der Sündenvergebung betrachtet werden soll, sondern auch und vielleicht sogar vor allem, aber auf jeden Fall auch, als Lösegeld, als Mittel der Befreiung und als ein Sieg über Satan und die Mächte der Finsternis. Ein Sieg über die Sünde, den Tod und den Teufel. Darüber haben wir die letzten zwei Wochen ein bisschen schon geredet. Und heute gehen wir ein bisschen weiter. Vor allen Dingen über diese Irritation. Was soll das heißen? Ein Lösegeld wird an Satan gezahlt? Das geht vielen nicht rein. Aber wir haben ja auch, also ich habe es ein paar Mal betont, Johannes 3,16, was heißt, so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab,
zwingt die Frage auf, wem hat er den Sohn gegeben? Ja, wem? Und wir haben dann gesehen, er ist in die Hände der Sünder ausgeliefert worden, die mit ihm gemacht haben, was sie wollten. Er ist in die Hände der Obrigkeiten ausgeliefert worden. Er ist dem Tod übergeben worden als Macht und der Fürst der Welt ist gekommen und die Stunde der Finsternis. Also es ist ein sehr komplexes Thema, das man nicht nur einfach bearbeiten kann, sondern da hängt viel dran. Viel zum Nachdenken, wo wir uns einfach freuen können, was uns die Ewigkeit beschäftigen wird. Und dann reden wir darüber, was ein interessantes Bild ist, der sündlose Leib Christi als Köder für den Drachen, aber vor allen Dingen über seine Sündlosigkeit. Also wir haben gesehen, Christus gab sich selbst als Lösegeld. Er hat gesagt, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, 45. Und es liegt im Wesen eines Lösegeldes, einen Gefangenen loszukaufen bzw. einen Verurteilten freizukaufen. Und die Frage ist, die einfach spannend ist, wem wird das Lösegeld gegeben? Und in der herkömmlichen Sicht, die wir alle kennen aus der westlichen Theologie, katholisch wie evangelisch, wird das Lösegeld Gott gegeben, weil Gott den Sünder verurteilt. Gott verurteilt den Sünder und er kann nur mit einem Lösegeld vor Gott freikommen. In der Fußnote der Schlachterbibel zu dieser Stelle aus Markus 10, 45 heißt es deshalb, Lösegeld meint den Preis, mit dem ein schuldig gewordener von seiner Strafe befreit werden konnte. Und er bringt da ein paar Stellen da, der Ebertshäuser oder da, wer das immer übersetzt hat, 2. Mose 21, 30, Psalm 49, 8, 1. Petrus 1, 17 bis 21 und Jesaja 53, 4 bis 12. Jesaja 53, 4 bis 12 haben wir schon früher angeschaut gehabt. Da gibt es zwei wirklich deutliche Unterschiede zwischen der Septuaginta und dem masoretischen Text. Auf das gehen wir jetzt nicht mehr ein. Aber wir schauen uns durchaus die drei anderen Stellen an. Was hier auffällt bei der Schlachter 2000, und das durchzieht eigentlich die gesamte evangelikale, protestantische und katholische Theologie, ist die einseitige Betrachtung des Opfers Jesu als Wiedergutmachung vor Gott an unserer Stelle. Das stimmt, aber das andere, der Freikauf von Satan, der Sieg über die Mächte der Finsternis, kommt in dieser Betrachtung zu kurz. Das ist so, wie wenn man die Geschichte quasi, man erzählt von der Richtung eines Dachstuhls und vom Dachdecken, aber vergisst darunter das Haus zu erwähnen und das Fundament, auf dem dieses Haus steht. Wir können nicht nur den Dachstuhl betrachten und das Dach, sondern wir müssen auch das Haus und das Fundament drunter sehen, dann haben wir das Ganze. Vorweggenommen, dass das Blut Christi im himmlischen Heiligtum dargebracht werden konnte, setzt die Auferstehung Christi aus den Toten voraus und die Auferstehung Christi aus den Toten setzt seine Sündlosigkeit voraus. Und da spielt es eine ganze Reihe von Themen, die hier wichtig sind. Also es ist nicht die ganze Geschichte und Ziel dieser Predigtreihe ist ja, dass wir ein bisschen einen breiteren Blick bekommen und vielleicht auch mehr Freude. Und nächste Woche auch werden wir sehen, dass es im Leben einen Unterschied macht. Es macht einen Unterschied, wie gut ich das Evangelium verstehe im Blick auf das, wie ich es lebe. Wenn mein Glaubensleben nur auf Sündenvergebung reduziert ist, vereinfacht gesagt, aber mir nie bewusst ist, dass ich frei bin von der Macht der Sünde, na wie lebe ich dann? Ja? Wenn ich nicht weiß, dass Satan besiegt ist, dann werde ich mich immer vor ihm fürchten. Ist aber unnötig, weil er ist ja besiegt. Brauche ich nicht fürchten vor ihm. Und solche Konsequenzen hat es und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wie wir dann nächste Woche anschauen werden. Heute wird es eher, sagen wir mal ganz salopp, auf der theoretischen Seite bleiben, wobei für Christus war das alles andere als theoretisch. Wir schauen uns eigentlich seine Praxis an und nächste Woche schauen wir uns unsere Praxis an. Aber okay, was meint diese Fußnote mit, ein schuldig gewordener kann durch ein Lösegeld von seiner Strafe befreit werden gegenüber dem Richter? Und er bringt hier ein Beispiel, das 2. Mose 21, 28 bis 30, da steht, wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau zu Tode stößt, so soll man es unbedingt steinigen und sein Fleisch nicht essen, das Rind. Der Eigentümer des Rindes aber soll unbestraft bleiben. Ist das Rind,
aber seit mehreren Tagen stößig gewesen. Sprich, weiß man schon, dass das ein Tier ist, das ein bisschen außer Kontrolle ist. Und wurde sein Eigentümer deshalb verwarnt, hörst, häng's an die Leine, halt's im Stall, mach was, ja. Aber er hat's doch nicht in Verwahrung getan. So soll das Rind, das einen Mann oder eine Frau getötet werden, gesteinigt werden und auch sein Eigentümer soll sterben. Wird ihm aber dem Eigentümer ein Lösegeld auferlegt, so soll er zur Erlösung seiner Seele so viel geben, wie man ihn auferlegt. Das heißt, eine Ersatzstrafe, eine Geldleistung als Ersatzstrafe für den Tod. Kann man durch ein Lösegeld vom Tod freigekauft werden? Das ist das Thema. Ein Lösegeld kann uns grundsätzlich vom Tod freikaufen. In dem Fall ist es so, dass einmal ein Todesurteil da sein muss, damit die Seele gerettet werden kann. Und hier geht es ja ums Zivilrecht im mosaischen Gesetz, also wie in der landwirtschaftlichen Gesellschaft, wie man damit umgegangen ist, dass eine Ersatzstrafe möglich ist für eine Todesstrafe. Was eigentlich ein Hinweis und ein Bild auf das Evangelium ist, dass wir von der uns zustehenden Todesstrafe befreit werden können durch ein Lösegeld. In dem Fall dieses Lösegeld, das der Schuldige bringen muss. Also das stimmt nicht. Sollte ich das löschen. Geistlich keine direkte Anwendung, da der Mensch für seine Seele das Lösegeld nicht aufbringen kann. Stimmt im Blick auf die nächste Stelle. Ja. Im Blick auf da passt es und es hat eine symbolische Bedeutung nichtsdestotrotz. Ein Lösegeld befreit vom Tod, aber hier muss man einschränken, vor dem ewigen Tod, vor Gott können wir uns damit nicht freikaufen, weil das sagt diese Stelle. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen, er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Gott kann mir ein Lösegeld nicht geben, ich kann im Zivilrecht mich freikaufen, das ist eine Lösung, die im mosaischen Gesetz war, aber vor Gott kann kein Mensch ein Lösegeld geben. Und jetzt geht es darum, zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. Psalm 49, 8 bis 10. An der vorigen Stelle ist es ja nur ein zeitlicher Aufschub des Todes, wenn man einem Todesurteil entgeht durch ein Lösegeld. Man stirbt ja trotzdem irgendwann mit 70, 80, 90 oder wie auch immer. Hier geht es aber darum, dass man ewig lebt, im Psalm 49, 8. Und dafür gibt es menschlich gesehen kein Lösegeld. Es gibt menschlich gesehen ein Lösegeld im Zivilprozess, aber es gibt menschlich gesehen kein Lösegeld, wenn es um das ewige Leben geht vor Gott. Und da geht es darum, dass wir nicht in einem Zivilprozess schuldig geworden sind, sondern vor Gott schuldig sind durch unsere Sünde. Und das bewirkt, dass wir das ewige Leben verlieren. Und das ist eben Gottes Urteil seit dem Sündenfall und das kann auch nur Gott aufheben. Das eine ist ein richterliches auf menschlicher Ebene mit dem stößigen Rind und das andere ist eine Sache zwischen Gott und dem Menschen. Eine andere Ebene der Schuld, eine andere Ebene des Gerichts. Und der Mensch, heißt es hier, kann sich selbst nicht aus der Schuld und dem Tod vor Gott auslösen. Was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele, hat der Herr Jesus einmal gefragt. Passiert auf dieser Stelle. Und Petrus schreibt, wenn er den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk eines jeden Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus einem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, seines makellosen und unbefleckten Lammes. Das geht eben nicht mit Geld. Bei dem stößigen Rind konnte ich mich durch eine Geldleistung, eine Geldstrafe von der Todesstrafe freikaufen, aber bei der Schuld vor Gott vom Tod selbst wirklich freigekauft werden, das geht nicht mit Silber oder Gold. Da gibt es keine Reichtümer. Da hat auch der Bill Gates oder der Warren Buffett keinerlei Vorteil uns gegenüber. Also da stehen die Armen genauso da wie die Reichen. Im Gegenteil, die Reichen haben es auch eckig schwerer, weil der Christus ja einiges zum Thema Reichtum sagt, wie wir auch in der Lesung gehabt haben, aus Lukas 16 heute. Aber das kostbare Blut des Christus und dann betont als eines makellosen und unbefleckten Lammes, da wird schon auf die Sündlosigkeit Christi auch hingewiesen. Also ist das Blut des Christus, das uns als Lösegeld dient vor dem lebendigen Gott. Und jetzt fassen wir das Thema ein bisschen zusammen, dass Lösegeld mehrere Aspekte hat.
Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass es eine Befreiung aus dem Tod bewirkt. Dass es eine Befreiung von der Schuld vor Gott bewirkt, haben wir heute gesehen. Dass es eine Befreiung aus dem sündhaften Lebenswandel bewirkt, weil die Macht der Sünde über unser Leben gebrochen wird. Dass es eine Befreiung aus der Gewalt dessen bewirkt, der die Macht über den Tod hat. Das ist der Teufel. Hebräer 2, 14 und 15. Und genau das wird oft vergessen oder übersehen, dass das eigentlich ein ganz zentraler Aspekt ist. Befreiung aus dem Tod und Befreiung aus dem, der die Macht über den Tod hat, der Teufel, gehört zusammen, ist in Hebräer 2, 14, 15 drinnen. Und darum muss man, wenn man vom Lösegeld und vom Blut Christi spricht, auf alle diese Aspekte sehen. Man muss alles zusammenschauen. Und was meine Kritik an der Schlachter 2000 ist oder an der Fußnote ist, dass es das andere nicht erwähnt. Er spricht so apodiktisch, das Lösegeld ist, Klammer auf, nur das. Befreiung von der Schuld vor Gott. Es ist aber sehr viel mehr und dieses sehr viel mehr ist wichtig. In den ersten 1000 Jahren hat man ganz stark die anderen Sachen auch mitbetont, die Befreiung aus dem sündhaften Leben, aus dem Tod und aus dem Teufel. Deswegen hat man bei der Taufe auch eine Absage an den Teufel und an die Welt vollzogen, so wie wir das auch machen. Wir taufen nicht nur auf das Bekenntnis, glaubst du, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist, sondern sagst du dich los vom Teufel, von der Welt und den bösen Werken der Finsternis. Das ist eine ganz entscheidende Sache, weil wir frei sein können. Und man kann sagen, vielleicht ist es manchmal ein bisschen überbetont worden, aber eine ganz typische Stelle aus dem 4. Jahrhundert von Basilius von Caesarea fasst es so zusammen mit dem Lösegeld. Wenn nun die Ankunft des Herrn im Fleisch nicht erfolgt ist, also wäre er nicht im Fleisch gekommen, dann hat der Erlöser dem Tod das Lösegeld für uns nicht gegeben und nicht durch sich die Herrschaft des Todes vernichtet. Denn wenn das, was unter der Herrschaft des Todes stand, etwas anderes wäre als das vom Herrn Angenommene, so hätte der Tod in seinen Wirkungen nicht aufgehört. Da geht es immer um die Menschheit Christi. Die Leiden des gotttragenden Fleisches hätten uns keinen Gewinn gebracht. Die Sünde im Fleisch hätten sie nicht getötet. Die in Adam Gestorbenen wären nicht in Christus lebendig gemacht worden. Das Zerfallene wäre nicht wieder aufgerichtet, das Zerbrochene nicht wiederhergestellt. Und das durch den Betrug der Schlange, Gott entfremdete, nicht wieder ihm zugeeignet worden. Also wir sind durch den Betrug der Schlange Gott entfremdet und eine andere Herrschaft gekommen. Und aus dem sollten wir durch ein Lösegeld herausgerufen werden. Dieses Lösegeld ist der Leib des Herrn Jesus Christus. Christus als Mensch. Das Lösegeld geht an den Tod, damit an den, der die Macht des Todes hat. Darum musste der Herr tatsächlich Mensch werden, um als Mensch dem Tod ausgeliefert zu werden. Also wäre er nicht als Mensch gekommen, hätte er nicht sterben können. Ja? Deswegen ist auch die Sache mit der Gnosis so eine entscheidende. Die Gnostiker haben gesagt, Christus ist nicht im Fleisch gekommen. Die haben das nur als einen reinen Erkenntnisakt sehen wollen, die Erlösung. Du musst das nur verstehen, dass du irgendeinen göttlichen Funken hast. Und deswegen, wenn man zugibt, dass Christus nicht im Fleisch gekommen ist, nicht wirklich tatsächlich Mensch geworden ist, dann hätte er nicht sterben können, dann hätte er auch das Lösegeld nicht gegeben. Also es ist keine Kleinigkeit zu sagen, Christus ist nicht Mensch geworden. Dadurch, dass Christus ein sündloses Leben gelebt hat und er die Sünde in seinem Fleisch überwunden hat, ist in ihm, in diesem Tod, auch die Sünde im Fleisch überwunden worden. Und die alle, die in Adam gestorben sind, werden in ihm wieder lebendig gemacht durch den Glauben. Die durch den Betrug der Schlange Gott entfremdete Menschheit wurde Gott wieder zugeeignet. Und das ist der Ruf des Evangeliums, dass sie sagen, hey, die Tür ist offen aus deiner Gefängniszelle, du kannst wieder heim zum Vater gehen. Du kannst raus aus Ägypten gehen, der Weg ins gelobte Land ist eröffnet worden. Es gibt keinen Grund mehr in der Finsternis zu sitzen und Kellerasseln zu dressieren. Du kannst frei werden, an die frische Luft gehen, ins Licht der Sonne gehen, mit Gott versöhnt sein. Was von uns erwartet ist, ist genau das, aufzustehen und rauszugehen. Viel mehr ist es im Prinzip nicht. Aber dieses Aufstehen und Rausgehen bedeutet eine radikale Änderung des Lebenswandels, denn im Gefängnis bei den Kellerasseln und Ratten lebt man anders als draußen. Das ist ganz klar, ist ein anderes Leben. Ja.
wir sind dann nicht mehr der Disziplin des Gefängniswärters unterworfen, der uns für 2 Stunden im Gefängnishof einmal im Kreis gehen lässt, sondern wir sind frei, das Leben so zu genießen und auszuleben, wie es der Vater für uns vorgesehen hat. Das sind ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Regeln und Ordnungen, denen wir dann aus ganzem Herzen folgen dürfen. Was vielfach irritiert, ist eben die Vorstellung, dass dem Teufel das Lösegeld gegeben wurde. Man kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass man mit dem Teufel einen Fair Deal machen kann. Ja? Wie geht sich das aus? Das ist ja nicht gerecht, wenn man mit dem Ungerechten gerecht verfährt. So denken wir, ja. Aber wir wissen jetzt, das Lösegeld ist Christus, das ist fest, ja. Und wir haben auch gesehen, wem das Lösegeld gegeben worden ist. Er ist den Sündern überantwortet, den Machthabern, den Fürsten der Welt, dem Tod und dem Teufel. Und zuletzt eben auch Gott, nachdem der Herr auferstanden und erhöht war. Da hat er sein Blut, der Herr Jesus, auf dem himmlischen Altar zur Sühnung dargebracht, lesen wir im Hebräerbrief. Und jetzt können wir das aufteilen. Das eine hat einen irdischen Aspekt. Am Kreuz auf Erden und unter der Erde, da hat das Lösegeld wirklich mit den Sündern, den Machthabern, den Fürsten, den Tod zu tun. Und es hat einen himmlischen Aspekt, da hat es mit dem Tempel im Himmel zu tun. Da hat es mit Gott zu tun. Und es ist eben kein Konflikt zwischen Christus ist Satan übergeben als Lösegeld, und es ist auch kein Widerspruch, dass er das Lösegeld auf dem Altar im Himmel dargebracht hat, weil nämlich Satan das Lösegeld nicht behalten hat können. Das ist ja die Sache. Er hat ihn nicht behalten können. Das war so ausgeliefert, aber gesiegt und überwunden und heimgekehrt. Sein Gefängnis ist kein schöner Ort. Da wünscht man sich, frei zu sein und draußen zu sein. Aber man steht ja zu Recht im Gefängnis. Im Blick auf die Sünde sind wir rechtmäßig in Gefangenschaft. Ja? Und Irenäus schreibt, so haben wir zur vorherbestimmten Zeit durch die Vermittlung des Wortes, das in allem vollkommen ist, empfangen, dass er als das allmächtige Wort und wahrer Mensch mit seinem Blut uns rechtmäßig erlöst und sich zum Lösegeld für die hingegeben hat, die in Gefangenschaft geführt waren. Und die Betonung ist hier beim Irenäus rechtmäßig. Und das ist ja nicht nur an der Stelle passiert, das ist ein paar Kapitel später, ein paar Seiten später nochmal gekommen. Von dem Abfall erlöste er uns rechtlich durch sein Blut. Uns aber den Erlösten ward seine Güte zuteil. Denn wir gaben ihm nichts zuvor, noch begehrte er etwas von uns, als ob er es gebrauchte. Wir aber bedürfen der Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen gab er sich gütig hin, um uns in den Schoß seines Vaters zu sammeln. Es ist eine rechtmäßige Sache, rechtmäßige Erlösung, weil Gott ein gerechter Gott ist. Kein gerechter Mensch, er ist ein gerechter Gott. Die Zahlung des Lösegelds ist ein gerechter und rechtmäßiger Akt Gottes, auch dem Ungerechten gegenüber. Gott verhält sich auch dem Ungerechten gegenüber gerecht. Und ein Beispiel dafür ist das Buch Hiob, wie Gott sich Satan gegenüber gerecht und fair verhält und ihn auf die Seife steigen lässt, ohne ihn zu überlisten. Er sagte dem Satan einfach nur, probier's aus, mach. Du wirst sehen, ob du es schaffst oder nicht schaffst. Das ist keine List, das ist eine Herausforderung. Satan hat Gott herausgefordert. Und zwar fordert er uns immer heraus mit unserer Sündhaftigkeit. Er tritt ja als Ankläger der Brüder auf vor Gott und sagt, schau da an, deine Leute, wie die leben. Das kann es ja wohl nicht sein. Ha? Und er behauptet dadurch seinen Anspruch auf uns. Satan sagt sinngemäß, wer so lebt, wie ich will, der gehört eh zu mir. Das ist eh meiner. Ja? Meine Leute machen, was ich will. Deine Leute, Gott im Himmel, die tun nicht, was du willst. Also wem folgen sie jetzt, wem gehören sie? Das ist ein richtiges, aber da geht es um die Ehre Gottes. Ja? Und Gott ist ehrlich natürlich, geradeaus, er weiß ja, wie wir sind. Aber dann zeigt er dem Satan einmal einen anderen Menschen. Im Buch Hiob macht Gott den Satan auf den Hiob aufmerksam. Da war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob, der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und wir können jetzt untereinander natürlich sagen, ja, der Gerry ist ein untadeliger und gerechter Mensch oder die Cornelia ist eine untadelige, tadellose Frau.
Das können wir uns sagen, wir können uns damit ein bisschen schmeicheln vielleicht oder ein bisschen schön färben. Aber wir können uns durchaus sagen, ja, der ist eh in Ordnung, der ist voll in Ordnung, ja, sagt man so. Aber es ist ein großer Unterschied, wenn Gott so etwas sagt. Weil Gott braucht uns nicht schmeicheln. Und Gott macht da dem Satan nichts vor. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes, also die Engel, vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, na, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beobachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, na, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, seine Herden breiten sich im Land aus. Aber streck doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Also, er sagte, umsonst sind die Leute nicht brav, sie haben ja was davon, du segnest sie dir. Der ist ja reich, natürlich hat er dich gern, natürlich ist er untadelig und rechtschaffen. Und Gott geht auf diesen Deal ein und Hiob hat nichts davon gewusst. Hiob hat nicht gewusst, wie ihm geschieht, was los ist und was jetzt passiert. Aber Gott hat Satan zugelassen, du kannst ihm alles nehmen, nur nicht das Leben. Und er hat es getan. Und Hiob hat tatsächlich alles verloren, ist da gesessen und war, wie wir uns alle vorstellen, tief bestürzt und voller Trauer. Hat Asche aufs Haupt gestreut, hat sich die Kleider zerrissen und hat dann gesagt, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Warum gerade ich? Na eben nicht. Der Name des Herrn sei gelobt. Die Stärke bewundere ich. Ja. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Wir wissen, wie das Buch Hiob ausgeht. Es geht dann am Schluss schon so an einem Punkt, wo Hiob dann einsehen muss, ja, Gott ist schon noch ein bisschen mehr wie er und er hat ein falsches Bild trotz alledem gehabt. Er hat sich dann auch mit den Diskussionen mit den Freunden sich das Ganze ein bisschen aufgeschaukelt. Aber Gott hat ihm das Zeugnis ausgestellt. Und wir sehen hier einen Menschen, einen Mann Gottes, der wirklich wow ist. Und Gott hat nicht nur einen Hiob hervorgehoben, er hat insgesamt drei Leute mal so ein erstaunliches Zeugnis ausgestellt. Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt und einen Treubruch begeht und ich meine Hand gegen es ausstrecke und in dem Stab des Brots zerbreche und eine Hungersnot hineinsende und Menschen und Vieh daraus vertilge und es würden die drei Männer, Noah, Daniel und Hiob darin sein, so würden diese durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele retten, spricht Gott der Herr. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gott stellt hier drei Menschen ein Zeugnis aus, dass die so gerecht sind, dass sie durch ihre eigene Gerechtigkeit ihre eigene Seele retten können. Aber sie können keine andere Seele dazu retten, nur sich selbst. Wir wissen natürlich, ganz vollkommen ist keiner, aber Gott sagt es so. Und wenn Gott es so sagt, dann bin ich geneigt, es stehen zu lassen und sagen, okay, ja, wenn menschlich so viel möglich ist, wenn es menschlich möglich ist, ein Leben zu führen, wo Gott sagt, schau dir den an, Teufel, so untadelig, so rechtschaffen, der meidet das Böse, dann will ich so ein Leben führen können. Dann will ich so leben. Dann will ich auch dieses Zeugnis haben. Da begnüge ich mich nicht damit, mit lauter Vierern durch die Schule durchzukommen. Da will ich auch, ja. Es ist Gottes Perspektive. Und anhand Menschen wie dieser kann Gott dem Satan beweisen, dass Satan über Gerechte keine Macht hat. Und das ist die Lektion für den Teufel. Über Gerechte hat der Teufel keine Macht. Und diese Gerechten sind ein Vorbild auf den einen, der wirklich in jeder Hinsicht sündlos blieb, Jesus Christus. Wir dürfen davon ausgehen, dass keiner dieser Menschen absolut sündlos war. Aber es gilt auch für sie, was im Habakuk steht, mein Gerechter wird durch Glauben leben. Die haben nicht ohne Glauben gelebt. Es war ein Glaubensleben, das sie gehabt haben. Und der Glaube gleicht so manches auf. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet.
Ja, aber das, der eine, der wirklich in jeder Hinsicht sinnlos ist, ist Jesus Christus. Nur mit diesem Gerechten aus dem Alten Testament hat Gott Satan beschämt. Und das ist deswegen auch wieder ein Bild auf Christus, dass Satan über Gerechte oder dann im Endeffekt über den Gerechten Christus keine Macht hat. Und ich behaupte mal eines hier, dass wir erst durch unsere eigenen Sünden unter die Knechtschaft der Sünde kommen. Erst durch die eigene Sünde bekommt Satan ein Recht über uns. Wer Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und deshalb sind Unmündige, die Gut und Böse nicht unterscheiden können, Kinder oder geistig Behinderte rein vor Gott. Das ist die Grundlage dafür, weil, Gott, weil sie haben nicht gesündigt, sie sind nicht verantwortlich. Die betrachtet Gott als rein, auch wenn sie leiblich sterben, das tun wir alle. Das ist ein anderes Thema. Und ich denke auch, und vielleicht habt ihr eure eigenen Erlebnisse, ich weiß schon ungefähr bei mir, kann mich erinnern, da ist mir eine Salatschüssel am Boden gefallen, da war ich in der Volksschule, ja, eine Salatschüssel am Boden gefallen, im Vorzimmer, und ich habe sie irgendwo hinter einem Vorhang versteckt und habe versucht, es zu verheimlichen. Da ist so das erste Mal tief das schlechte Gewissen in mir hochgekommen. War noch nicht ganz in der Lage, dass ich Gut und Böse wirklich unterscheiden und fassen kann. Aber da hat ein Anfang, er war da. Und ich meine, jeder von uns hat irgendwann einmal so seinen richtigen, ordentlichen Sündenfall erlebt. Man dann sagt, das war entscheidend. Die Erbsünde bezieht sich nur auf unsere Geburt jenseits von Eden in einer gefallenen Schöpfung und einem versuchbaren Fleisch. Das Fleisch ist schwach. Und es führt grundsätzlich einmal nur zum leiblichen Tod. Und nach dem Tod kommt das Gericht, wo wir aufgrund unserer Werke Herrlichkeit oder Verderben ernten werden. Aber das ist die eigene Sünde. Niemand, nicht ein einziger, wird aufgrund der Sünde Adams in die Hölle geworfen. Jeder aufgrund seiner eigenen. Und niemand wird von vornherein als verdammt und verloren geboren. Nur als sterblich, nur in einer gefallenen Welt. Aber irgendwann haben wir unseren Punkt, wo wir in die Knechtschaft geraten, auch persönlich. Nochmal da Irenäus, so haben wir zur vorherbestimmten Zeit durch die Vermittlung des Wortes, das in allem vollkommen ist, empfangen, dass er, nämlich Jesus, als das allmächtige Wort und wahre Mensch mit seinem Blut uns rechtmäßig erlöst und sich zum Lösegeld für die hingegeben hat, die in Gefangenschaft geführt waren. Das heißt, Gott kann den Rechtsanspruch Satans über uns nicht einfach übergehen, ohne selbst ungerecht zu werden. Das ist der Punkt. Doch, der Tod hat den Sündlosen nicht halten können und somit der Teufel das Lösegeld nicht. Als aber Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Als er am Kreuz hing und gestorben ist, ist er ins Totenreich gefahren, nicht in den Himmel. Erst nach der Auferstehung ist er in den himmlischen Tempel gegangen. Also es gibt die Rebellion Satans gegen Gott, da sind viele Engel von ihm abgefallen und auch wir mit ihm und unter ihm versklavt worden durch den Sündenfall. Und parallel zu dieser Unheilsgeschichte des Teufels schreibt Gott seine Heilsgeschichte, indem er durch die Propheten und die Erwählung Israels den Boden bereitet, dass der Messias kommt. Aus dem Haus Davids, nach dem Fleisch, auferweckt nach dem Geist. Und der ist dann als Lösegeld gegeben zu unserer Befreiung und Versöhnung mit Gott, das ist das Kreuz. Dann ist er auferstanden, hat den Sieg über die Mächte errungen und dann ist er ins Allerheiligste in den Himmel gekommen mit dem Blut, das der Teufel nicht behalten konnte. Das ist das ganze Bild. Man darf nicht das eine gegen das andere ausspielen. Beides gehört zusammen, beides ergibt die ganze Geschichte. Beides ist wichtig für unser Leben in der Nachfolge, in der Kraft der Auferstehung. Und wichtig ist, dass Christus eben sündlos war. Und das Thema ist, was ein bisschen entfaltet wird, mag ein bisschen neu sein, dass der sündlose Leib Christi als Köder für den Drachen
gegeben wird, für den Leviathan. Und es hat damit zu tun, dass Gott uns das Wesen des Teufels ja auf verschiedene Weise zeigt. Manchmal direkt und offen. Er sagt zum Beispiel beim Bericht über die Versuchung in der Wüste, da haben wir den Teufel irgendwie so unverhüllt, klar in Aktion. Ja. Aber in den Stellen, die wir gehabt haben über den König von Babylon in Jesaja 14 oder vom König von Tyros in Hesekiel 27, 28, da ist es in verborgener Sprache, in bildhafter Sprache, wo wir erst draufkommen müssen, hey, das geht ja jetzt, da geht es jetzt gar nicht mehr um diesen König, sondern um den Satan selbst. Und eines dieser Bilder, das auch dazugehört, ist der Drache, der Leviathan. Der Leviathan ist bedeutsam, weil dieses Tier eben besonders furchterregend war, mächtig. Und die Alten haben das gesehen und gesagt, puh, das können wir jetzt nicht bändigen. Wir sollen herrschen über alle Tiere der Erde, aber bei dem brauchen wir es ja, das ist schwierig, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Im Hesekiel im Hiob lesen wir drüber, weil Gott den Hiob fragt, ziehst du etwa den Leviathan mit der Angel heraus? Kannst du seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Kannst du ein Binsenseil durch seine Nase ziehen und einen Haken durch seine Kinnbacken stoßen? Wird er dich lange anflehen oder dir freundliche Worte sagen? Wird er einen Bund mit dir schließen, dass du ihn zum ewigen Knecht machst? Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vögelchen oder ihn anbinden für deine Mädchen? Fälschen etwa die Fischersleute um ihn oder teilen ihn die Händler unter sich? Kannst du seine Haut mit Spießen spicken und mit Fischharpunen seinen Kopf? Lege doch seine Hand einmal an ihn. Du wirst den Kampf nicht vergessen. Wirst es nicht noch einmal tun. Das sind mächtige Wesen gewesen. Und wir haben hier so ein Beispiel aus Südamerika. Das ist irgendwo vielleicht 1000 Jahre alt oder so. Dieser Stein mit einer Ritzzeichnung, vielleicht 1500 Jahre. Man weiß nicht genau, die Nazca-Kultur und so weiter, südamerikanischen Kulturen. Da gibt es eine Sammlung von Steinen, die graviert sind, wo offenbar Saurier und Menschen miteinander kämpfen. Das ist eines dieser Steine. Haben länger gelebt, waren zeitgleich mit den Menschen. Und man sieht hier, der flaggt sich wirklich, der eine Indio. Also der wird dem Saurier, der ihn da beim Bein nimmt, nicht her und dem anderen, der schon von hinten ins Knack beißt. Also auch dieser typische Tötungsbiss, wie es auch Löwen machen, der wird ihm nicht her. Der wird es, glaube ich, der wird es nicht überleben. Ja. Aber es ist faszinierend zu sehen, dass das die Menschen wirklich beschäftigt. Die haben Angst davor, die können diese nicht bändigen. Und es gibt noch ein anderes, der Behemoth in Hiob 40, 15. Nur das ist ein Pflanzenfresser, der ist nicht ganz so gefährlich, aber auch so rum, riesig. Ja. Also wer kann den Leviathan bezwingen, ist dieselbe Frage wie wer kann den Teufel bezwingen. Na, wir nicht. Allein Gott. Lesen wir in Jesaja 27, 1, da haben wir ein Lied dazu auch. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen, starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange. Ja, den Leviathan, die gewundene Schlange, und er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. Ein Tier, das im Meer ist, tötet man nicht mit dem Schwert, das muss man zuerst rausholen. Also es wird jetzt der Leviathan aus dem Meer herausgezogen. Meer ist oft auch bildlich für das Völkermeer, wenn man da ein bisschen in die Tiefe gehen will. Aber er zieht den Drachen raus mit der Angel und er tötet ihn mit dem Schwert. Und jeder, der angeln geht, da haben wir eine Expertin unter uns, die braucht einen Köder. Letztens haben wir gute Forellen gehabt, weil wir einen besseren Köder vom Herzog gehabt haben. Und auf einmal haben sie gebissen. Ja? Man muss den Fischen schon das geben, was sie gerne haben. Und Ambrosius zum Beispiel schreibt, doch nicht besser hätte der Strick zerrissen werden können, als damit, dass er dem Teufel einen Köder vor Augen hielt, damit er sich beim Losstürzen darauf in die eigenen Schlingen verstrickte. So kann ich entsprechend Schlingen haben sie gelegt bei meinen Füßen und sie gerieten selbst in sie hinein. Welcher Köder könnte es sein als der Leib? Diese Falle nun musste dem Teufel gestellt werden, dass der Herr Jesus einen Leib annahm, und zwar einen hinfälligen Leib, einen schwachen Leib, um aus der Schwachheit den Kreuzestod erleiden zu können. Der Leib Christi als Köder am Angelhaken für den Teufel, für den Leviathan, um ihn rauszuziehen. Dieses Bild haben die frühen Christen ganz, ganz häufig zitiert. Ich bringe nur drei Beispiele.
damit man sieht, wie oft es eigentlich kommt. Es gibt viel mehr. Da demnach der Feind des Menschengeschlechtes diese große Macht der Wundertaten an jenem Jesus Christus sah, erkannte er, dass er bei einem Tausch, also er für die Menschen, mehr bekommen könnte, als was er besaß. Deshalb wählte er sich ihn als Lösegeld für die in der Todeshaft Gefangenen. Doch es war auch für ihn unmöglich, die Gotteserscheinung unmittelbar und unverhüllt wahrzunehmen, wenn er nicht an ihr die Natur des Fleisches, das von ihm bereits durch die Sünde unterjocht worden hätte, schauen können. Deshalb umgab sich die Gottheit mit dem Fleisch, damit er gerade im Hinblick auf die ihm bekannte und sogar ihm unterworfene Natur nicht scheue, an die alles überragende Hoheit heranzutreten und den Erschienenen, als seine Macht in den Wundern immer stärker hervorleuchtete, viel mehr als begehrenswert, denn als furchtbar erachtete. Siehst du, wie sich ihre Güte mit der Gerechtigkeit verband und wie auch die Weisheit nicht fehlte? Also Satan sagt, ich habe die Menschheit und das Gesetz der Sünde im Fleisch betrifft alle Menschen. Und wenn jetzt da der Sohn Gottes als Mensch kommt, dann hat er ja genau diese Leiblichkeit, über die ich ja Kontrolle habe. Das müsste ich doch hinkriegen, dass der sündigt. Ja, das müsste doch irgendwie gehen. Das funktioniert überall, das geht immer. Und deswegen die vielen Versuchungen. Ja. Und ein drittes Beispiel, der Johannes von Damaskus aus dem 8. Jahrhundert, ein bisschen später, ein orthodoxer Theologe. Und in der orthodoxen Kirche ist es bis heute eigentlich so, diese Sichtweise. Unser Herr Jesus Christus war sündenlos. Denn er hat keine Sünde getan, oder es hat keine Sünde getan, das Lamm, der die Sünde der Welt hinwegnimmt, und in seinem Mund ward kein Trug gefunden. Darum war er dem Tod nicht unterworfen, wenn anders durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist. Er stirbt also, weil er für uns den Tod auf sich nimmt, und er bringt sich selbst dem Vater als Opfer für uns dar, damit wir die irdische und die himmlische Seite der Erlösung, des Lösegeldes. Denn gegen ihn, gegen Gott haben wir gesündigt. Und es war nötig, dass er das Lösegeld für uns entrichtete nach der Stelle in den Psalmen, wer kann ein Lösegeld für Gott, für seinen Bruder oder für sich bringen? Denn das Blut des Herrn war gewiss nicht den Tyrannen dargebracht. Es kommt also der Tod heran und verschlingt den Köder des Leibes, wird aber vom Haken der Gottheit durchbohrt. Und nachdem er den sündenlosen und lebendig machenden Leib gekostet, geht er zugrunde und gibt alle wieder von sich, die er zuvor verschlungen. Er geht gar nicht, er kann ihn nicht halten. Das heißt, Christus ist als Lösegeld vordergründig, scheinbar dem Satan übergeben, aber er hat es nicht halten können. Der Sohn Gottes als Lösegeld für die Menschen, das ist es. Er ist ja für uns im Endeffekt. Dazu musste er sterblich sein wie wir, musste unseren Leib annehmen. Und indem der Sohn Gottes unser Fleisch nahm, nahm er unser schwaches und versuchbares Fleisch an. Christus hätte sündigen können. Christus war nicht so über die Sünde erhaben, dass er nie hätte sündigen können. Er hätte genauso sündigen können. Darum musste Satan, um in diesem Deal Sieger zu werden, Christus zur Sünde verführen, was ihm eben nicht gelungen ist. Und darum konnte der leibliche Tod Christus nichts anhaben und Satan konnte das Lösegeld nicht behalten, was dann im himmlischen Tempel als Sühnung für uns dargebracht wurde. Und darum heißt es, du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger, dein Reiner, dein Vollkommener die Verwesung sieht. Und das heißt, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Bis heute nicht. Alles, was der Herr Jesus sagt, ist absolut zuverlässig, frei von Betrug, ohne Hintergedanken. Das ist ein Grund, warum man ihm wirklich vertrauen kann, in allem. Das freut mich. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Da ist nichts zu finden. Da war nichts. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht wie die Hohenpriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat Christus ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. In dem Korintherbrief lesen wir in Kapitel 15, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?
Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist aber das Gesetz, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er war ohne Sünde. Deswegen konnte der Stachel des Todes auf ihn nicht wirken. Wahnsinn. Darum ist so wichtig, dass Gottes Sohn in unser Fleisch gekommen ist, dass er tatsächlich Fleisch angenommen hat. Nur dadurch konnte er die Sünde überwinden, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch, unser Fleisch, kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Christus hat die Sünde im Fleisch verurteilt. Er hat sich nicht davon leiten lassen. Er hätte sündigen können und tat es aber nicht. Er wurde wie wir versucht in allen Dingen, deswegen ist er ein barmherziger Hohepriester für uns. Einer, der genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn man in der Bredouille ist, wenn es einem schlecht geht, wenn man nicht mehr kann, wenn man gerne möchte, was man nicht sollte. Das kennt er alles, ja. Und das ist die notwendige Voraussetzung, dass er über Sünde, Tod und Teufel den Sieg errungen hat. Wer also die Menschwerdung Christi verneint, wie es die Gnosis oder auch die Esoterik tut, das ist antichristlich. Und einer der schwerwiegendsten Verfälschungen des Evangeliums. Chrysostomus sagt, denn wer für Sünder stirbt, muss selbst sündlos sein. Denn wenn er selbst sündigt, wie wird dann ein solcher für andere Sünder sterben? So aber starb Christus für die Sünden anderer und so starb er selbst sündlos. Wenn er aber sündlos starb, so starb er nicht des Sündentodes, wie wäre das möglich gewesen, da er sündlos war, sondern des leiblichen Todes. Dadurch beweist er, dass er auch vor dem Tod keiner Sünde unterworfen gewesen ist. Also es war wichtig, es ist immer wieder betont worden. Und dann denke ich mir schon, was bewundere ich am meisten am Herrn? Was bewundern wir am meisten? Bewundern wir seine Wunder? Naja, es gibt viele Wunderheiler, gell? Aber kein einziger von denen ist sündlos. Oder bewundere ich seine Menschenfreundlichkeit? Ist natürlich zum Bewundern. Es ist schön, dass er sich zu den Ausgestoßenen hingesetzt hat. Aber dann denke ich mir, es gibt viele Menschenfreunde oder Philanthropen, von denen ist keiner sündlos. Manche nennen sich offiziell, ich bin ein Philanthrop wie der George Soros. Ist der George Soros sündlos? Sicher nicht. Oder bewundern mich seine vollmächtigen Predigten, hat es geheißen, puh, so wie der redet aber keiner. Das geht rein, das ist gut, vollmächtig. Ja, aber es gibt viele Prediger, die auch gut predigen oder weniger gut. Ich bin auch ein Prediger, aber ich bin auch nicht sündlos und kein Prediger ist sündlos. Und man könnte fragen, bewundere ich seine Geduld im Leiden, was der alles ausgehalten hat. Der ist gefoltert worden, gekreuzigt worden und so weiter. Dann sage ich, es gibt viele Märtyrer, aber kein Märtyrer sonst ist sündlos. All das wäre nicht ausreichend für unsere Rettung, wäre nicht sündlos geblieben. Deswegen, das bewundere ich am meisten. Das bewundere ich gerade auch aufgrund meiner eigenen Biografie, meinem eigenen Umgang mit Versuchungen, bewundere ich das am meisten an ihm. Seine Sündenlosigkeit ist notwendig, dass ihn der Tod nicht halten konnte. Seine Auferstehung ist notwendig, damit er als unser Hohepriester sein Blut zur Sühnung darbringen konnte. Und jetzt kommt ein Bild, ein Vergleich aus dem Buch Josua. Christus hat den Tod der Menschheit überwunden für alle, die Gott glaubten, seit Adam. Und ich habe das versucht, so ein bisschen schematisch darzustellen. Unten das bräunliche, der bräunliche Ton, das ist die Wüstenreise. Im Ostjordanland, also das Volk Israel ist gerade bis zum Jordan gegangen, dieser blaue Fluss in der Mitte und drüben das herrlich grüne, frische, gelobte Land, in das man reingehen kann. Und der Jordan ist ein Sinnbild für den leiblichen Tod. Man sagt teilweise auch als Sprichwort, der ist über den Jordan gegangen. Über den Jordan gehen bedeutet sterben, als Sprichwort. Und da gibt es eine Stelle in Josua. Als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam. Das hat mich immer fasziniert und immer bin ich, denke auf die Spur gekommen, was es heißt. Die Stadt Adam, die Bundeslade, die
weit vor dem Volk, ich glaube, da war ein Kilometer Abstand zwischen Bundeslade und Volk, die musste weit vorausgehen. Ging dann hinein, die Priester, stellen wir das so vor, die Priester tragen die Bundeslade und sagen, puh, Hofwasser ist, na, das wird jetzt lustig werden. Sie gehen und das ist noch bis dahin bis zum Wasser. Und dann hebt der erste Priester an der ersten Reihe Fuß und sagt, puh, das wird jetzt, oh, das geht sich das aus. Aber er hat Glauben. Er hat Glauben genug, dass er es tut, was gesagt ist, steigt hinein und das Wasser geht weg. Wow. Christus steht im Jordan. Der Jordan staut sich bis zur Stadt Adam. Und es ist eben kein Zufall, dass die Stadt Adam heißt, so wie der Mann, der erste Mensch, durch den die Sünde und der Tod zu den Menschen gekommen ist. Alle sterben seit Adam. Und der Jordan, der Fluss des Todes, wird gestaut bis zur Stadt Adams. Das bedeutet, alle, die zuvor im Glauben gestorben sind an den lebendigen Gott, werden trockenen Fußes ins Reich Gottes rübergehen in der Auferstehung. Und wir mit Christus, wir folgen ihm, der Bundeslade, die in den Jordan gegangen ist, durch ins Reich Gottes hinein. Sie sagt dieses schöne Bild, Moses, das Gesetz sozusagen, hat das Volk Israel nur bis zum Jordan führen können. Es musste Josua sein oder Jesus, der uns über den Jordan ins Reich Gottes bringt. Josua und Jesus ist derselbe Name. Ja, und man denkt sich am Kreuz oder bei den ganzen Versuchungen, was hat den Herrn durchhalten lassen? Was hat ihn durchhalten lassen? Er ist ins menschliche, versuchbare Fleisch gekommen, um selbst als Lösegeld zu dienen. Und Satan hat ihn auf alle Arten versucht, die möglich sind, um den Menschen Jesus durch Sünde unter seiner und des Todes Gewalt zu bekommen. Die letzten Versuchungen waren dann die schwersten, denke ich, am Kreuz. Die Folterqualen, die Verhöhnung, der Spott. Seine eigene Mutter, die unter dem Kreuz stand, es ist sicher auch nicht leicht gewesen. Aber er hat es durchgehalten. Und man fragt sich, was war das Geheimnis, durchzuhalten? Dass er dann den Sieger ringt und dass er dann ins Allerheiligste kommt mit seinem Blut. Und wir lesen das Geheimnis im Hebräerbrief. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, dabei die Schande für nichts achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Und was ist die vor ihm liegende Freude? Siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat. Wir sind Zeichen und Wunder für Israel, von dem Herrn der Herrscher, auf dem Berg, der auf dem Berg Zion wohnt. Jesaja 8,18 wird auch im Hebräerbrief zitiert. Die Freude, die der Herr hat, ist, schau her, ich hab sie freigekriegt. Die sind jetzt bei mir. Es sind meine Schafe und ich bin ihr guter Hirte. Er ist der Erstgeborene vieler Brüder. Ich habe sie zum Vater zurückgebracht. Das hat ihn durchhalten lassen. Und ich glaube, wir brauchen auch bei all unseren Anfechtungen und Dingen, die uns Mühe bereiten, bei all den Dingen, wo wir am liebsten nur heulen würden oder uns, wem kann es erzählen, bei wem kann ich mich beschweren, was auch immer. Wir brauchen den Blick weg von dem, was uns Mühe macht, hin auf das Ziel. Was wird daraus am Ende? Und dann können wir mit Paulus sagen, die Leiden dieser Zeit, all das, was uns hier Mühe macht, das ist doch eigentlich nicht der Rede wert, gemessen an der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das stehen wir noch durch, das halten wir noch aus. Die paar Jahre auf der Erde, die paar Schwierigkeiten, die paar Konflikte, die paar Schmerzen, vergiss es. Es wartet etwas Herrliches auf uns. Und diese vor ihm liegende Freude, die zusätzlich noch geknüpft ist mit Menschen, denen er gedient hat. Ich habe es ja für andere gemacht. Wir können jetzt sagen, okay, ich leide still, ich halte es durch und schaue auf meine persönliche Herrlichkeit. Oder ich schaue, kann ich in meinen Schwierigkeiten und Schwachheiten Christus so verherrlichen, dass andere Menschen ins Licht geführt werden. Es ist ein Unterschied, wie ich leide. Ob ich, wie ich es einmal gesagt habe, mit einem Lächeln leide und im Vertrauen auf Gott diese Dinge durchstehe
und sagen, mein Vater im Himmel hilft mir trotzdem und ich habe eine Hoffnung und eine Zuversicht, wo die anderen im selben Spitalszimmer in den Betten sich wundern, was für eine Hoffnung man ausstrahlen kann. Oder bleibe ich nämlich selbst zurückgezogen, eine Insel? Sehe ich das Leiden, Leben im Leiden hier herunten auch als eine Möglichkeit, anderen zu dienen, Zeugnis und Licht und Salz zu sein für andere, dann denke ich vielleicht weniger daran, ich will das möglichst schnell hinter mich zu bringen, sondern eher in die Richtung, ich will die Zeit wirklich möglichst gut zur Ehre Gottes und zum Segen für andere Menschen verwenden, fruchtbar sein. Und gerade, wenn ein Weizenkorn stirbt, bringt es viel Frucht. Gerade unsere Leiden, unsere Schwierigkeiten sind gut. Und wenn wir nur die Strahlemänner wären, wo immer alles leiwand ist, dann würden wir den Menschen gar nicht zeigen können, was die Kraft der Auferstehung in einem Menschen bewirken kann. Gottes Gerechtigkeit zusammengefasst kann Sünde nicht stehen lassen. Vergebung alleine befreit uns aber nicht vom Rechtsanspruch des Teufels. Darum musste dem, der uns in Knechtschaft hielt, ein Lösegeld gegeben werden. Und auch das fordert die Gerechtigkeit Gottes. Und es war Jesus Sündlosigkeit, die bewirkte, dass die Ansprüche des Todes Satan über seinen Leib nicht bestehen konnten. Darum brachte er das bewahrte Lösegeld nach seiner Auferstehung Gott im himmlischen Tempel dar und führte die Gefangenschaft gefangen und hat den Menschen Gaben gegeben. Und indem wir uns in der Taufe mit dem Tod und der Auferstehung Jesu eins machen, da erlöschen dann auch alle Ansprüche der Finsternis über uns. Und das ist, ihr Lieben, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes.